Hallo Freunde, willkommen zurück hier zu Mountain Blade Bannerlord. Ja, letzte Folge haben wir hier mal König Derthard und Vlandia unsere Treue geschworen, indem wir das Drachenbanner überreicht haben und jetzt müssen wir uns mal ranhalten. Lageta wartet. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mal ein bisschen Wohlstand einbringen. Weil wie viele Banditen hier einfach rumlaufen. Unfassbar. Hier so ein minderes Gebirgsbanditenpack. Ich will die großen Gruppen haben hier. Man müsste irgendwie so Katatilt. Ja, auf geht's. Dann macht die einfach eine Armee auf. Gehen wir doch mal hin. Mal gucken, wo es hingeht. Jetzt zerren sie hier natürlich von meinen. Was ist da mit eure Männer? Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Alorstan, wo ist das? Warum reiten wir hier unten hin? Egal. 1700 Mann. Was hat die vor? Im Schneckentempo. Hanne. Witzig. Handeln. Ich will handeln. Was machst du? Die ganzen. Ach komm, ey, da bist du zu langsam für. Das geht nicht. Unfassbar. Na ja, warte mal, Schlacht raus. Robuster Sattel. Wüstenpferd. Ich brauche ein Schlachthaus. Rüstung. Eh nichts von großem Nutzen dabei. Sieht schick aus, ist aber taugt zu nichts. Nö. Alles weg damit. So. Wieder diese Lederfrage. Wieder diese Schildfrage. Ledergebundener Drachenschild. Gucken wir mal, ob wir den parallel benutzen können. Und Nahkampfwaffen. So. Was haben wir da? Länge 97. Drei. 64 Schnitt. Probieren wir das mal aus, ne? Und den Streitkolben heben wir mal auf. Ich bekomme 16.000, das sieht gut aus. Workshop-Income 436, das ist doch gut. Zurück zur Armee. Tja, Problem wird sein, Hunger, ne? Solange ich nicht in irgendeiner Art und Weise hier vor denen da sein kann. Handeln. Siehst du, schon wieder alles weg. Wir müssen uns da verlassen. Flachs.
Die laufen in die Richtung. Dann schließen wir uns denen dann gleich wieder an. Handeln. Das sieht auf jeden Fall schon. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, da wollen wir hier mal aufstocken. Und Bier. Bier ist immer gut. Verlassen. Jetzt können wir uns der Armee wieder anschließen. Wo ist denn? Istanias Plan. Wird das gerade aus. Dein Fortschritt sei bereit. Okay. Von mir aus. Katatelt. Wo willst du hin? Warum? 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 Na, ich farm jetzt hier ein bisschen Einfluss. Den nehme ich mit. Aber ich verstehe nicht, warum wir dafür jetzt unbedingt eine Armee ausheben mussten. Wenn sich hier eh nichts tut, das ist Schwachsinn hier. Lageta, auf geht's. Das bringt mal gar nichts. Wie ist das denn? Königreich. Diplomatie. Sturgia hat noch irgendwo einen rumlaufen. Südliches Kaiserreich. Vorschlag. Jo. Nicht so schüchtern. Nicht. Haben die jetzt noch eine Siedlung hier oben oder was? Nee, die haben sie auch verloren. Tja, dann würde ich mal sagen, die sind fast nicht existent, ne? Aber wie geht's jetzt hier weiter? Wir müssen ja in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen. Ey, und ohne Witz, ne? Wenn ich dann einfach mal so ein Dorf plündern muss und damit dann Krieg heraufbeschwöre, ist es mir auch egal. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Oh, hier. Leibeigenschaft. Dörfer gewähren dem Besitzerclan nur 2 Tage. Wird er halt nachher sicher, von denen aber 1 Miliz und 1 Wohlstand pro Tag. Ja, kann man machen. Wieso habe ich denn jetzt nur noch 80 Einfluss? Ach, weil ich den Vorschlag gemacht habe, ne? 1,5. Hier, du, bleib stehen. Du Schuft. Ach ja, wenigstens ein Kampf heute noch. Ich möchte ganz gerne das neue Schwert ausprobieren. So viel Zeit muss noch sein. Oh ja. Hier ist schön. Oder so. Ah, das gibt's doch nicht. Das gebe doch nicht. Kommen die? Die kommen. Schön. Forward! Archers! Infantry! Look that way! Loose formation! Nee, form a wall! Archer! Loose formation! Archers! Horse follow me! Wer ist denn da schon wieder? Everyone.
So, wo soll man da rein? Alles klar, auf geht's. Mal ein bisschen Unheil stiften hier. Einmal von hinten in den Rücken fallen. Das gibt's doch nicht. Tja, irgendwie fehlt mir da der Durchschlag. What? So. Du siehst aus. Na komm. Geht nicht? Meine Fähigkeit nicht hoch genug. Lauf, Klepper. Unfassbare Szenen spielen sich hier wieder ab. Ihr seid jetzt mein Gefangener. Ich nehme dich mit. Stokischer Rekrut, Rennmuscher, Armbrustschütze. 118. Wer? Flandischer Vulgier. Nö. Flandischer Armbrustschütze. Kaiserlicher. Was ist mit Rekruten hier für Gefangene? 70 plus 1. Was ist los? So. Ah, das gibt's doch nicht. Ja. Zu viele verletzt. Lageta? Da. Da geht er nach Lageta. Haben wir es doch. Wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis heute. Die Plünderer laufen. 29 Gebirgsbanditen. Glaube nicht. Euch werde ich die Hammelbeine langziehen. Fertig. Bergmenschen. Einkaufen. Fertig. Ja. Und weiter. Weiter. Nach Lageta. Und hier wollen wir mal zur Taverne gehen. Wegelagerer, Wollandische Infanterie, Reiterei, Veteran, Bogenschützen, ausgebildeter Infanterist. So, dann haben wir alle. Glaube ich. Nochmal rekrutieren. Was zu rekrutieren ist. Also. Fertig. Nein. Bergmenschen, Seeräuberchef. Ah, die muss ich auf jeden Fall rekrutieren. Wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Fertig. Ja, ja. Zurück.
Burg fliegt gar nicht so. Geht schon, ne? Wenn es dann aber hart auf hart kommt, ne? Dann bin ich am A-Punkt. So viel sei schon mal gesagt. Handel. Was habt ihr denn anzubieten? Thomas Kien Stahl, Alter, Breitschwert. Spitzfallschirm. Gewicht 1,7, Waffenstufe 5, Schwungschaden 82 nur. 93 Schnitt, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. Das sollten wir mal eben. Dahin. Bier, Schwein, Schaf. Nichts dabei, was ich verkaufen ließe. Oder gut verkaufen ließe. Wert. Sortieren wir das einfach mal. Müll. Brauchen wir den? Wir brauchen den nicht. Ich kann das auch wieder nicht nutzen, ne? Das ist auch schon wieder ärgerlich. Meine Herren, ey. So. 759 kriege ich. Aber wir haben endlich mal ein bisschen Geld hier in der Stadt. Das ist auch schon mal sehr schön, mit dann zu sehen. Das sagt mir doch, dass ich mal die Stadt verwalten müsste und wieder Geld reinpumpen muss. Ja, siehste. Ansonsten geht das nämlich hier nicht weiter. Nahrung immer noch ein Problem. Wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, ne? Fertig. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich würde sagen, wir verlassen das Ganze hier und machen morgen weiter. Bis dahin, macht's die gut, genau. Macht es gut und haltet die Ohren steif. Und sowas kommt dann dabei raus. Ich empfehle, schlafen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.